Tag. Wir sind zurück. So. Bei Avatar, hey. Moment. Du hast die Schnauze. So. Wir sind zurück bei Avatar. Ich habe gestern noch ein bisschen weiter gemacht. Also wirklich nur ein bisschen. Hab hier noch ein paar Basecamps und hier ein paar Punkte und dies, das. Das weiß ich nicht, wo es sein soll. Irgendwo unter der Erde, aber wo? I don't know. Bist du die alte Schabracke? Ja. Na dann. Meine Lieblings-Sarentu, ich habe mich nie für deine Hilfe mit dem Geräusch bedankt. Stimmt. Nicht nötig. Ich helfe gern. Nicht so schnell. Das Geräusch ist zurück und die Kinder fragen wieder. Oh nein. Leitao, du hast gesagt, das Geräusch geht weg. Es ist zurück? Ich sehe noch mal nach. Am selben Ort? Ja, in den Hügeln. Aber nachts. Immer nur nachts. Oha. Was, wenn wir die Quelle diesmal nicht entdecken? Die Neugierde der Kinder ist unendlich. Sie umschwärmen mich wie King Lor, nur weniger flauschig und sehr ermüdend. Aber wenn wir Respekt erwarten, müssen wir ihnen auch zeigen, dass wir Respekt verdient haben. Okay. Mache den Ursprung des neuen nächtlichen Geräuschs ausfindig. Das Geräusch kommt aus östlicher Richtung des Flusslauflagers. Es liegt nördlich des Trittsteinflusses. Es stammt aus irgendwas. Okay. Wir gucken erstmal. Es geht in this direction hier. Wir werden mal kurz gucken. Es ist gar nicht so weit weg, ne? Okay. Ja, dann können wir da auch hinlaufen, würde ich sagen. Aber in der Höhle? Hm, da könnte man den schon finden, ne? Müsste da eigentlich überall finden können, aber gut. Moos ist halt so ein allgegenwärtiges Ding. Kannst du mal schauen? Was ist das hier für eine Pflanze? Oh, lol. Wickelschein. Ja. Hauptsache, es bringt mich nicht um. Ja. Der ist noch eine Gitarre. Sag ich doch. Ist das Nilnan? Dieser Ort ist tabu. Warum bist du hier? Die Kinder hören nachts seltsame Geräusche. Ihr Sarentu und eure schreckliche Neugier. Schlimmer als das Maul eines Thanatoren auf der Pirsch. Es ist dieses Instrument, ein Geschenk von einem Kametire-Musiker. Ich bin alt, aber selbst ich spüre, dass die Neugier aller Aranahe schwindet, je tiefer wir in unseren Angelegenheiten versinken. Deshalb habe ich mich mit diesem verstaubten Instrument daran erinnert, dass es außerhalb der Aranahe-Traditionen noch mehr gibt. Und meine Neugier angefacht. Albern. Bisschen. Warum im Geheimen? Ich weiß doch, was die Leute hinter meinem Rücken über mich sagen. Nilnan, der spießige, streitsüchtige Älteste, der ständig meckert. Vielleicht ist das meine Bestimmung. Ich packe das Instrument wieder weg. Ich konnte nur seltsame Geräusche erzeugen, die den Kindern Angst machen. Du hast gesagt, dass die Neugier deiner Leute schwindet. Vielleicht könnte deine Neugier andere Leute inspirieren. Ja, so habe ich das noch nie betrachtet. Ich habe schon noch ein paar Tricks für sie auf Lager. Wenn ich jung und alt motivieren will, darf ich diese Seite von mir nicht verbergen. Das stimmt natürlich, ja. Du hast absolut recht. Ich werde den Aranahe gleich diesen Aspekt von Nilnan zeigen. Aber erstmal weiterspielen. Auch wichtig. Gut. Oh, was ist das hier?
Sarento-Gemälde, Objekt, ein Wandgemälde, vor langer Zeit gemalt. Mhm. Gucken wir uns mal an. Sammeln wir mal. Mache ich mich auch schon das zweite. Wollen wir hier reingucken, können wir mal hier reingucken. Nehme ich einfach alles mit. Er braucht es ja nicht mehr, er geht ja eh bald wieder weg. Ab und dann freut es mich, dass da irgendwie die Dinge geklärt werden. Ja? Du bist zurück. Naja. Hast du diesmal Neuigkeiten? Neil Nahn macht diese Geräusche. Er übt ein neues Instrument von einem anderen Clan. Die Sarentu sind begnadete Geschichtenerzähler, aber das klingt zu fantastisch. Okay. Er will das Instrument meistern und es dem ganzen Clan vorführen, wenn er bereit ist. Oh, das war kein Scherz. Milan, nee. Diese Geräusche waren grauenhaft. So viel steht fest. Ich muss zugeben, dass mich seine Entschlossenheit beeindruckt. Vielleicht habe ich ihn zu schroff behandelt. Jetzt können die Kinder ruhig schlafen. Und ich warte auf Niljans Unterhaltung. Gut, das hört sich immer noch scheiße an, ne? So. Abgeschlossen. Schön. Ein ganz Nachtglöckchen. Okay, ich gucke mir das auf jeden Fall an. Nee, warte, das brauche ich nicht. Charakter, ich gucke es mir an, was das Nachtglöckchen denn bringt. Stelle 15% Energie wieder her, wenn ein Statuseffekt auf ein feindliches Ziel angewendet. Okay, ja. Klangunst durch Quests und Aktivität. Ja, da würde ich, glaube ich, lieber das hier nehmen. Würde ich sagen. Ja, die motzen halt auch, ja, also. Positiv lang wie das Abschließen von Quests oder das Besiegen von RDA-Einheiten erhöhen deine Gunst bei den Clans. Bisher kenne ich ja nur einen Clan. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Wahrscheinlich rein, ne? Denke ich. We will see. Ich könnte mir aber auf jeden Fall, ich glaube, das ist so ein Ding. Oh, da ist ein DLSS-Shit. Aber ich kann mal gucken. Bei den Händlern, ob die Sachen haben, die für mich interessant wären. Hier, sieh dich gerne um. Weil Teile habe ich jetzt ein paar. Ein Jagdbogen. Das ist nicht besonders gut, ne? Sturmgewehr. Macht 6 Schaden. Ja, krass. Ja, macht alles in die verursacht beim nächsten Angriff auf Treffern oder Schwachstelle. Das ist nicht schlecht. Kann man sich zumindest mal anschauen, das Ding. Sonst hat die jetzt nicht viel, pass ne? Pass gut auf dich auf. Okay, ich habe drüber nachgedacht. Ihm kann ich ja auch noch ein paar Sachen abgeben. Hier, meine Wahlen. Der Blitzlang. Bogen. Der ist natürlich besser. So. Gut, Designs habe ich jetzt nicht. Schwerer Blitzbogen. Ah. Gut. Das wäre cool noch gewesen. Ach, das kann ich einfach so. Okay, gut. Dann gucken wir ganz kurz. Das Ding ist halt, man muss jetzt sagen, wie es ist. Der macht natürlich mehr Schaden. Ist ein komplett anderes Ding hier. Ne? Aber egal. Aber ich brauche hier einen schweren Bogen. Einen besseren. Einen deutlich, deutlich besseren schweren Bogen. Aber irgendwo, aber ich weiß nicht mehr genau wo, gibt es hier auch eine... Ja, wo waren die denn da schon? Ich frage mich, wie ich wohl führen werde. Ich muss nicht. Meinen eigenen Weg finden. Diese Navi, die Sessor, schon eingesehen. Irgendwo. Irgendwo, Jibbit. Mit dir muss ich. Gut, dass du hier bist. Wer bist du? Wer bist du? Ach, du bist der Händlerboy. Mit dir rede ich ganz kurz. Was hast du? Objekte.
Ich glaube, das ist aber alles schlechter als das, was ich habe. Ne? Okay, die sind besser. Ich weiß nicht, ob ich die. Wobei, da geht es ja eigentlich nur um Gesundheit und so. Die kann ich mal holen. Und bauen wir uns die einfach mal an. Ja, genau, wir bauen uns die an. Ne? Gehen mal auf Cosmetics. Und ich will aber, dass die so aussehen. So nehme ich. Zack. Schön. Hier muss ich gucken, ob ich mir den Bogen bauen könnte. Guter Look ist nie falsch. Mal gucken. Das Tier, das du entdeckt hast, ohne Kuru. Bestien. Die RDA hat sie gefangen und ihre Kuru entfernt. Es war brutal. Warum tut jemand so etwas? Um sie zu beherrschen. Das ging schief, sie litten nur. Konnten nicht gezähmt werden. Und ich war beteiligt. Ich schäme mich so. Sie töten grundlos. Deshalb habe ich die RDA verlassen. Ich konnte nichts tun. Wir müssen das beenden. Sie von diesem Dasein erlösen. Ja. Tu das Richtige. Sonst zerstören sie das Ökosystem. Anka hat seltsame Aktivitäten gemeldet. Das könnten Bestien sein. Ich sende die Koordinaten. Es tut mir leid, dass es so weit kam. Okay. Wir haben Proben gesammelt. Na, das kann ja dauern. 18 schon. Meistens ja auch mehr als nur eine. Man tötet halt auch die, die man gar nicht töten möchte. Aber was sollst du machen? Ich glaube, das sind normale. Du bist aber einer, der habe ich keinen. Ein paar brauche ich noch. Oh, zauen die ab. Super. Die großen Jäger. Ja.
gut, der ist jetzt komplett weg. Die sind auch weg. Ich hab's geschafft. Ja, aber was denn? Die Bestien sind tot. Ah. Ich schulde dir was. Das waren aber nicht alle. Es waren viele. Viel mehr als erwartet. Weißt du, warum? Nein. Sie sind nicht gern im Rudel. Das waren sie noch nie. Ich habe einen Natterwolf gesehen. Vor einem Labor. Dachte, es wäre eine Bestie. Hat mich aufgespürt. War fast... Warte, Sekunde. Die haben ja auch irgendein Halsband dran. Irgendwas ich haben die. Ich glaube, ich bin soweit. Ich habe einen Natterwolf gesehen. Vor einem Labor. Dachte, es wäre eine Bestie. Hat mich aufgespürt. War fast erleichtert. Ich lass dich wissen, wenn ich noch mehr Bestien sehe. Wir schaffen das. Getrennte Verbindung auch geschafft, würde ich sagen. Lübt. Nächste Quest. Die kann ich nicht machen. Da bin ich, glaube ich, ein bisschen unterlevelt für. Würde ich jetzt vermuten. Mache das Gebiet vom Foto aus, finde ich. Okay. Ich will jetzt nicht vorstellen, aber gut. Sieht mir jetzt nicht danach aus, ob das hier ist. Sieht aus wie auf dem Foto. Hallo? Die nächste Kunde. Hey. Okay, das war's schon. Was soll ich denn jetzt hier erkunden? Das Problem ist, diese Suchsachen, dafür musst du dich hier halt auch auskennen. Und ich wohne halt nicht hier. Das ist halt schon mal ein Problem. Generell. Was soll ich hier machen? Soll das sein, wo... Nee. Ein Comic-Heft. Priya, hier ja, sind nee. Zeichnungen. Klar. Ja, Pläne für etwas? Nein, eher Illustrationen? Wie eine Geschichte. Nicht dein Ernst, ein Comic auf Pandora? Ich glaube, der Botaniker hat sie gezeichnet. Okay, das ist eine sehr weirde Mission. Gut. Haben wir abgeschlossen. Mit Hilfe. Aber, also, das hätte ich ja never gefunden. Also, Real Talk jetzt. So, gucken wir uns aber die jetzt an. Gucken auf der Karte, die ist hier. Da muss ich wahrscheinlich das aber tatsächlich kaputt machen. Hier wäre auch noch was. Ich schau mal. Ich glaube, das Bohrding kriege ich schon irgendwie kaputt. Also, das sollte jetzt ja gehen. Hoffe ich. Ich weiß halt nicht, ja, für was für ein Löffelteffel das ist, ne? Wir gucken einfach, ob ich es hinkriege oder nicht. Würde ich jetzt mal behaupten. Weil ich muss sowieso hier noch ein bisschen aufräumen. Da ist auch noch eine richtige Basis. Schauen wir mal. Das gehört ja alles mit dazu. Ne? Ist ja klar. Sieben kriege ich aber schon wieder hin. Ich glaube, sieben ist okay. Alle einmal markieren. Zack. Tot. Was ist hier los? Nix. Wieso habe ich denn den nicht gesehen? Ja, warum sind die eigentlich so hoch? Ach so, weil du das natürlich mit den Max machst, klar.
Scheiße. So. So. Wo ist denn das denn hier? Hier kann ich meine Concentration nicht einsetzen, weil Gift. Got it. Nee. Gibt's hier nicht noch ein Ding? Doch, da. Ich will was sagen. Okay, das reicht schon. Ich dachte, die Pumpe muss ich auch noch. Hey, wenn das reicht, easy. Und es wird alles wieder schön grün. Natürlich, wie man es kennt. Sieben, absolut gar kein Problem, finde ich. Ich brauche eine Werkbank. Merkt gerade wieder. Da war ja auch noch was. Na gut. Gucken wir uns hier ein bisschen um, vielleicht finden wir schöne Sachen. So, mittlerweile wäre es auch ganz angebracht, mal bessere Sachen zu finden. Aber irgendwie nicht so, ne? Die Munition findest du viel und ja, aber Ausrüstung ist eher so, naja. Was ist mit dir los? Was willst du? Du siehst aus, als könntest du Gefahren trotzen. Hilfst du uns? Eine der Sammlerinnen wäre beinahe von den Getrennten getötet worden. Oha. Kannst du sie finden und ihr Leiden beenden? Was für ein Material ist das? Okay, das ja, mit den Quests ist manchmal ein bisschen weird, weil du kriegst dann einfach wieder Quests so, ne? Und du weißt halt gar nicht, warum. Und du weißt ja auch nicht, wo du sie kriegst. Naja. Jetzt versuche ich das erstmal irgendwie zu machen. Das ist die Frage. Okay, hier ist relativ viel, okay. Wir machen erstmal das hier. Da müssen wir eh gleich wieder hin zurück, deswegen. Erstmal gucken, ob wir die Anlage irgendwie kaputt kriegen. Ja, ja, bestimmt. Ist er das? Level 8. Ja, Level 8 könnte man aber schaffen. Mach die Pipelines für die Pumpe und den Gastank kaputt. Und danach das Kraftwerk. Schlechtes Wetter heute. Sein extra Wachter. Das gefällt mir nicht. Schnapp sie uns. Altreit. Nachricht vom Quartiermeister. Konzentriert euch nicht auf die Tiere in der Gegend. Spart euch eure Kugeln für die Nerven. Kann das jemand überprüfen? Das ist halt schwierig. Da hinzukommen ist schwierig. Weil die sehen das halt direkt, wenn ich da rangehe, ne? Kann das jemand überprüfen? Viel Hilfe.
Ja, jetzt habe ich das. Jetzt habe ich ja Arsch gerade. Ich hatte eigentlich gehofft, ich mache den direkt kaputt mit dem ersten Schlag, Schuss, wie auch immer. Die sind ja da drin, was soll ich jetzt machen, ne? Also da komme ich jetzt schlecht hin. Die hauen halt gut rein. Okay, wo ist er hin? Kein Bock mehr, oder? Soll mich jetzt nicht stören, wenn er keinen Bock mehr hat, hat er keinen Bock mehr. Es sind vier Sachen, null. Das ist natürlich schwierig, ne? Da komme ich halt nicht hoch. Normales Geschütz oder was? Nee, hm. Yeah, dann doch nur zwei. Ich kann es, glaube ich, auch nur kurzzeitig ausschalten. Achtung, Warnstufe 1. Protokoll. Ach, Scheiße. Auch schon weit. Ne, das ist hier, ne? Ja. Gott. Okay, das überrascht mich jetzt. Bruder, Alter, ist dein Ernst? Jetzt muss ich da runter? Nee, mich gar nicht. Hä? Ach so. Okay, ich will einfach so machen. Alles klar. Gut. Ich muss. Nee. Muss ich jetzt da runter? Also, jetzt bin ich gerade hier völlig. Ah. Okay. An alle Einheiten, Feind entdeckt. So. Der Hack ist durchgeführt. Das Problem ist, jetzt kommen die natürlich alle hin.
Also erstmal schön wieder hoch. Das letzte Ding wird halt so ein... Bist du ein... Was bist du? Geschützturm. Okay, dich mache ich auch mal aus, weil das ist mir irgendwie alles zu riskant. Muss man echt schon mal gucken, ne, was man, wo man hingeht. Ja, jetzt das ist das letzte Ding. Also eigentlich ist es easy. Uneigentlich ist es gar nicht mal so easy, weil da hinzukommen ist, glaube ich, schwer. Da ist zwar natürlich der Mensch. Woher haben die das jetzt gesehen? Jetzt mal Real Talk. Die können das überhaupt nicht gesehen haben. Die gucken sich jetzt einfach um und sagen, nie doch, nie. Ich hätte wieder warten. Gut. Ich muss halt da hinten hin, ey. Die sehen mich halt safe. Also die werden mich safe sehen. Ich muss ja nur noch das machen. Dann habe ich's. Wobei theoretisch, wenn ich jetzt hier lang gehe. Die dürften mich ja von hier nicht sehen. Aber sie kommen halt auch an den Zaun. Das ist halt schwierig. Wie haben die mich jetzt gesehen, ist hier die große Frage. Ich warte, ich sitze das jetzt aus. Ich sitze das jetzt einfach aus, weil... Werte deuten auf eine mechanische Fehlfunktion hin. Kann das jemand überprüfen? Das Problem ist, die Pipeline kann ich von hier nicht kaputt machen. Und jetzt brauche ich hier auch nicht runtergehen. Also jetzt ist, komm mal da hinten, Alter. Ich muss halt hier unbedingt runter, ne? Ich könnte die versuchen natürlich hiermit irgendwie auszuschalten, aber das wird mir wahrscheinlich auch nicht sehr viel bringen. Ich muss halt da hinten. Das ist nice, explodiert. Kannst du sowas von knicken? Das bringt halt nichts. Schade, dass das nicht einfach explodiert. Ich muss halt ausdrehen, die Scheiße, ne? Ich komme hier auch. Ich kann versuchen, natürlich übers Wasser. Übers Wasser wird auch nichts, ne? Ich müsste auch so. Ja, wobei, ich könnte versuchen, da hoch. Wir probieren es einfach. Wir gehen jetzt woanders hin. Ich versuche das jetzt einfach mal anders zu lösen hier. Mein Gott. Komm raus,
Jetzt beenden die ihren scheiß Gefechtsmodus. Jetzt laufen die hier wieder rum. Oh, ich flippe aus. Was ist das da eigentlich? Kampfecke, okay. Ich weiß halt nicht, ob ich mich da anschleichen kann. Weil ich muss hier auch irgendwas wieder deaktivieren. Mein Gott. Geh doch. Weiter ist hier gerade keine, deswegen gehe ich jetzt schnell runter und hoffe, dass ich das irgendwie schnell hinkriegen kann. Ich muss jetzt gucken, weil irgendwo ist hier. An alle Einheiten. Ich muss halt nur gucken, dass jetzt hier keiner kommt. Ich meine, die kommen zum Glück nicht her, weil sie ein bisschen dumm sind gerade. Glücklicherweise. Scheiße, wo ist das denn? Ich muss doch erst mal gucken, wo mein Startpunkt ist, ey. Ach, come on. Dein Ernst? So. Achso. Soll ich den Hack durchführen? Geschafft. Easy. Ein paar Gegner musste ich halt töten, aber hey. Lügt der Lachs, ne? Aber sehr schön, damit haben wir auch das ganze Gebiet B. Jetzt können wir hier noch ein bisschen was rausholen. Für uns wichtig. Nicht viel dagelassen. Ich hätte leiser sein sollen. Oh mein Gott. Stimmt, dann werden nämlich, glaube ich, alle zu, wenn du nicht entdeckt wirst. Dann ist natürlich noch besser. Aber, ja, hey. Ja, hey. Da fällt runter. Komme ich denn hier rein? Also irgendwie muss man reinkommen. Aber wie? Ach so, durch die kleine Tür hier. Die sind halt so klein, die Türen. Kann man gar nicht richtig sehen.